Glaubst du, dass sie sich verändert haben? Aber Mutter, doch nicht in 3 Monaten. Mein Lieber, als du so alt warst? Ja, ich weiß. Und außerdem kann ich dich beruhigen. Sie sind auch nicht entführt worden. Das Haus war so ruhig ohne sie. Ja, zu ruhig. Es war deine Schuld. Einzig und allein deine Schuld. Du hast mich geschubst. Wenn du mir direkt in den Weg läufst? Bin ich nicht. Du hast mich gestoßen und meine Bücher sind in den Dreck gefallen. Annette? Das wollte ich nicht. Natürlich wolltest du das. Red doch nicht. Du lügst. Lass das! Hör auf! Für wen sind die? Für Annette! Nicht doch nicht! Du sollst aufhören! Los, gib sie mir zurück. Die sind doch für Annette. Nicht doch bitte. Bitte. Ich finde deine Schwester doof. Oh, das sage ich aber meinem Papa. Ey! Was willst du machen? Gib mir mein Kätzchen wieder los. Nichts! Oh. Zurück! Dani! Klaus! Dani, ich hol sie dir! Dani! Dani, komm zurück! Dani! Dani! Thank you.
Hallo, Annette. Hallo. Was habt ihr so getrieben? Ach, nichts Besonderes. Wir haben Papa geholfen, aber dann bin ich vorgegangen, um das Essen zu machen. Ist Dani nicht mitgekommen? Nein, ist bei Papa geblieben. Die kommen sicher auch bald. Ich find's schön, dass du bei uns bist. Es war meine Idee. Ich fürchte, ich bin zu alt, um euch viel helfen zu können. Jedenfalls tue ich, was ich kann. Papa hätte sonst eine Kuh verkaufen müssen, um eine Haushälterin bezahlen zu können. Das wäre doch schrecklich. Ich bin auch sehr gern gekommen. Du hast dich schon sehr gut zurechtgefunden. Du bist schon eine richtige kleine Hausfrau geworden. Hier wird ja tüchtig gearbeitet, wie ich sehe. Wo ist Dani? Ist er nicht hier? Ich hatte ihn bei dir gelassen. Geht's noch, Annette? Ja, ja. Dani! Vielleicht weiß Lucien, wo er ist. Er war da, als ich wegging. Madame Morel! Ich muss mal Lucien sprechen. Weißt du denn, wo er steckt? Der treibt sich sicher wieder rum. Dabei gibt's so viel zu tun. Aber er sollte die Kühe für mich melken. Ich schaff das sowieso nicht alles bitte, allein. Wenn er kommt, könnten Sie ihn fragen, ob er Dani gesehen hat? Er ist schon seit über einer Stunde verschwunden. Wir wissen nicht, wo er steckt. Wo war er denn zuletzt? Oben beim Bergwald. Lucien war auch da und ich dachte, sie sind vielleicht zusammen irgendwo hingegangen. Oh je. Was war das? Das sind sie. Tja, was ist los? Hast du irgendwas? Dani! Wo ist er? Was hast du mit ihm gemacht? Sag's mir! Du sollst es mir sagen! Das war meine Schuld! Was war nicht deine Schuld? Lucien! Wo ist er? Lucien! Du weißt es! Ruhe! Er weiß es! Madame Morel, er muss es mir Dani? Sagen! Weißt du, wo Dani ist? Ist doch! Bleib weg von der Kante. Seien Sie vorsichtig. Hier ist die Katze. In Ordnung, Dani. Ich komme. Dani. Dani. Lebt er?
Der Herr halte seine schützende Hand über den Jungen. Wird er wieder gesund? Ja, da bin ich ganz sicher. Wir bringen ihn erstmal nach Hause. Fassen Sie ihn an den Knöcheln an. Ganz vorsichtig. Inzwischen werden Sie wohl im Krankenhaus sein. Der arme kleine Kerl. Oma, was sollen wir mit Lucien Morel machen? Er muss bestraft werden. Aber mir fällt nichts ein, wie ich es ihm heimzahlen könnte. Hast du schon daran gedacht, Annette, dass jede böse Tat ihre eigene Strafe mit sich bringt? Ohne dass irgendjemand etwas dazu tun muss. Denk nur an den Schreck, den Lucien bekommen hat, als er Dani darunter stürzen sah. Und wie elend er sich heute Abend fühlen muss. Stell dir vor, was er für eine Angst haben muss, dass die Leute erfahren, was er getan hat. Und was sie über ihn reden werden. Stell dir das doch mal vor. Ist er mit dem allen nicht gestraft genug? Überleg doch mal. Sollten wir ihm nicht vergeben? Und ihm helfen, neu anzufangen. Annette, was um alles in der Welt geht hier eigentlich vor? Zu Hause sagt mir niemand was. Dein Bruder ist schuld, dass Dani sich ein Bein gebrochen hat. Was? Dein Bruder hat das Kätzchen in die Schlucht geworfen und Dani ist hinterhergestürzt. Vielleicht hat er ihn auch runtergestoßen. Er lag unten auf dem Felsen stundenlang. Er hat es noch nicht mal jemandem gesagt. Er hätte inzwischen sterben können. Marie! Annette, was Dani passiert ist, tut mir in der Seele weh. Aber das Einzige, was ich jetzt für ihn tun kann, ist, für ihn zu beten. Wenn ich es zuließe, dass ich solche Gefühle hätte wie du. Das könnte sein. Dann wäre ich nicht einmal in der Lage, für ihn zu beten. Gott ist Liebe. Und ich kann nicht voller Hass zu ihm kommen und erwarten, dass er mir zuhört. Übergib Lucien Gott. Er vergilt das Gute und das Böse. Du darfst nicht vergessen, er hat Lucien genauso lieb wie Dani. Das ist unmöglich. Ich fürchte, aber es ist so. Also, wenn das so ist, überlasse ich das Beten lieber dir. Mich an. Kommst du ohne mich zurecht? Ich muss runter ins Hotel. Ich bin sowieso schon zu spät dran. Ich werde heute so früh wie möglich zurückkommen.
Ich kann einfach nicht verstehen, dass du niemanden gerufen hast. Wenn der kleine Bournier schwer verletzt ist, sind wir ruiniert. Dann können wir betteln gehen. Wir müssen für alles aufkommen und das können wir auf keinen Fall. Es will mir einfach nicht in den Kopf. Isst du noch was? Dann geh jetzt zur Schule. Kümmere dich nicht um die anderen Kinder. Wiedersehen. Müsstest du nicht schon in der Schule sein, Anne? Oma hat mir erlaubt, hier zu bleiben, bis du zurückkommst. Na, dann wollen wir mal versuchen, ihn hier runterzubekommen. Nimm du seine Beine, Anne. Du armer kleiner Kerl. Ich muss jetzt ganz lange diesen weißen Verband tragen. Jetzt vorsichtig. So, das hätten wir. So, jetzt rein mit erstmal ins Haus. Wir werden dich da wohl doch noch reinbekommen, was? Vorsichtig, Tür. Du wieder zu Hause, Daniel. Alles wird gut. Wo ist Klaus? Er macht auf mein Bett. Der läuft hier irgendwo rum. Mein Bett. Wir suchen ihn gleich. Ich möchte ihn aber jetzt haben. Also gut, ich hole ihn dir. Oh, ist das ein schwerer Junge. So, das wär's. Ich dachte, er muss im Krankenhaus bleiben. Na, sie wollte ihn noch da behalten. Aber er machte solch ein Theater, dass ich ihn mitnehmen musste. Das finde ich auch viel besser. Dann kann ich ihn nämlich pflegen. So, hier ist er. Na, wie ist es? Möchtest du vielleicht was zu trinken und ein paar Kekse? Ja, bitte. Na komm, für dich habe ich auch was. Wenn du irgendwas willst, sagst es einfach, ja? Mhm. Weißt du, ich bin ganz tief runtergefallen, bis der Felsen zu Ende war. Ich weiß, aber du konntest ja nichts dafür, nicht? Versprich mir, dass du dich nicht mehr mit Lisiang abgibst, Dani. Hast du verstanden?
Nicht mal mit ihm sprechen. Sehen. Was ist los? Ich werde dich schon nicht fressen. Na, nun komm schon. Hast du denn richtiges Werkzeug? Mit. Ich möchte dir mal was zeigen. Hast du schon mal daran gedacht, schnitzen zu lernen? Solltest du aber. Du bist begabt. Das ist nicht jeder. Zeigen, was man mit dem hier machen kann. Was dann? Du glaubst ganz vorsichtig und schützt alles, aber nicht zu dir. Bisschen?
gut. Hat der Lehrer nichts zu dir gesagt? Nein. Und die anderen Kinder? Nichts. Ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Vielleicht wird doch noch alles gut. Komm, Marie. Das Essen steht auf dem Tisch. Jetzt ist wirklich genug, Marie. Verstehe ich nicht. Wieso hast du das zugelassen, Mama? Du hättest ihn in die Schule schicken müssen. Er ist doch zur Schule gegangen. Lass den armen Jungen in Ruhe. Er ist nicht zur Schule gegangen. Ich weiß nicht, wo er sich rumgetrieben hat. Aber in der Schule war er jedenfalls nicht. Lucien? Ich habe zufällig unterwegs den Lehrer getroffen. Er hat mich gefragt, wo Lucien steckt. Ob alles in Ordnung wäre. Lucien? Wenn ich mit dieser Zeichnung fertig bin, möchte ich gern, dass die Älteren sie in ihr Heft abzeichnen. Wenn ihr nicht fertig werdet, könnt ihr in der Pause weitermachen. Nehmt euch ein Brot. Weißt du, was Lucien vor Eile gemacht hat? Er hat das Kätzchen in die Schlucht geworfen. Dani hat versucht, es wieder zurückzuholen. Lucien hat Dani runtergeschubst und hat sich das Bein gebrochen. Wisst ihr, was Lucien vor Eile getan hat? Das ist jetzt auch für die Jüngeren. Jetzt werde ich euch einige Beispiele geben, wie dieses kleine Biest Krankheiten verbreiten kann. Es sieht im Grunde so harmlos aus. Doch das scheint nur so. Es kann sehr großen Schaden anrichten. Anna. Ja, bitte? Bring mir doch mal den Zettel. Leg ihn auf mein Pult. Ist das deine Schrift, Annette? Ja, Herr Lehrer. Hältst du so etwas wirklich für nötig? Es ist die Wahrheit. Ich weiß, dass es wahr ist. Ich fragte nur, ob es wirklich nötig ist. Es fällt mir auch schwer, Luciens Verhalten zu verstehen, glaub mir. Und wir sind alle sehr froh, dass nicht noch Schlimmeres geschehen ist. Ich bin sicher, ein zweites Mal wird er so eine Dummheit nicht machen. Aber wenn ich noch einmal einen solchen Klatsch über diese Angelegenheit höre, das verspreche ich euch, werde ich sehr, sehr böse. Thank you.
Hauses. Gut. Ja. Ja, das gefällt mir. Ja, aus dem Ohr gehören nun mal auch Löwen. Kannst du deine Schnitzereien verkaufen? Würdest du das gerne? Ja, wirklich, kann ich das? Ja, natürlich. Es gibt einen Mann unten im Dorf, der verkauft meine Schnitzereien. Wir nehmen einige von deinen Arbeiten und zeigen sie ihm. Schule einen Handarbeitswettbewerb machen. Ja? Und was für einen Preis gibt's? Ich weiß nicht. Das ist ja auch nicht so wichtig. Na, willst du denn nicht dran teilnehmen? Doch. Ich zeig's ihnen, dass ich's besser kann als alle. Aber natürlich kannst du das. Wer hat denn daran gezweifelt? Ich schnitze ein galoppierendes Pferd. Mit fliegendem Schwanz und wehender Mähne. Ein Pferd? Wieso denn das? Wieso willst du denn nicht deine Arche Noah zeigen? Das ist ein Geschenk für einen kleinen Jungen. Für deinen Bruder? Nein, ein Nachbarjunge. Er hat sich verletzt. Ach, schwer? Das Bein gebrochen. Oh je. Willst du mir mehr darüber erzählen? Er spielte oben in den Bergen. Da kam ein Nachbarjunge und ärgerte ihn. Er sagte ihm, er würde sein Kätzchen in die Schlucht fallen lassen. Er wollte es gar nicht wirklich tun. Und dann ist es passiert. Und Dani wollte hinterher. Ich konnte ihn nicht zurückhalten. Was machst du denn da? Jetzt wollen sie mich sicher nicht mehr. Aber warum denn nicht? Niemand will mich haben. Was könnte ich denn für einen Freund tun, wenn du jetzt wegläufst? Komm, setz dich hin. Nun komm schon. So ist schon besser. Und was ist jetzt mit dem Jungen? Wie geht's ihm? Seine Schwester lässt mich nicht zu ihm. Ist sie noch böse auf dich? Sie erzählt überall, was ich getan habe. Hm.
Es wird nicht leicht sein. Die Menschen vergessen nicht so schnell. Weißt du, du machst es ganz richtig. Bleib dabei. Mach weiter so. Lass dich nicht durch sie entmutigen. Dann können wir ja gleich einen Spaziergang machen. Ich fürchte, dazu wird es noch ein bisschen zu früh sein. Wieso? Na komm, Dani. Oh. Vorsichtig. Na, dann versuch mal. Na, geh aus dem Weg. Schon ganz gut. Na, großartig, Dani. Machst du sehr gut. Guck mal, ein Bein ist kürzer als das andere. Ach was, Dani, das ist doch dummes Zeug. Was ist los? Was macht ihr für ein Gesicht? Nur weiter, Dani. Zeig der Oma, wie du die Treppen steigen kannst. Annette. Dani wird nie wieder richtig laufen können. Er wird immer hinken. Hey, ab. Die Arche Noah. Habe ich für Dani geschnitzt. Weißt du, was du getan hast? Lass dich hier nie wieder sehen! Nicht leicht für dich. Ich hoffe nicht, dass du deswegen jetzt aufgeben willst. Sie können leicht reden. Ja. Naja. Wir wollen mal abwarten. Ja.
Ich habe hier was für Sie. Ja, hier ist es. Danke. Ach, haben Sie schon gehört? Der kleine Bournier wird sein Leben lang hinken. Was Sie nicht sagen. Ja. Oh, das ist ja entsetzlich. Ein Leben lang ein Krüppel. Den anderen sollte man hinter Gitter bringen, wirklich. Na ja, warten wir es ab. Oh, Annette, ist der für den Wettbewerb? Ja. Oh, der ist ja fantastisch. Den habe ich für Dani gemacht. Und damit musst du einfach den Wettbewerb gewinnen. Nein, ich glaube, Bernard bekommt den Preis. Oh, wir haben zu Hause auch so einen Hund. Das ist doch kein Hund, siehst du das nicht? Das ist ein Bär. Oh, Entschuldigung, ich habe es wirklich für einen Hund gehalten. Das sieht doch jeder, dass das ein Bär ist. Gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Du wirst sehen. Wenn du den Preis gewinnst, wollen alle deine Freunde sein. So, wir essen jetzt. Schon ein Nashorn, ein Büffel und eine Schildkröte gefunden. Das haben sicher die Einzelmännchen gemacht. Dummes Zeug. Thank you.
Mama, hast du mein Pferd genommen? Nein. Marie, hast du Lucians Pferd gesehen? Nein. Bist du sicher, dass du es draußen gelassen hast? Ja. Vielleicht ist es runtergefallen. Oh nein! Wie konnte das denn passieren? Da muss jemand draufgetreten sein. Wie können die Leute denn nicht aufpassen, wo sie hintreten? Oh. Kann man das vielleicht wieder heil machen? Was macht deine Schnitzerei? Wann gewinnst du deinen Preis? Ich werde keinen Preis gewinnen. Mein Pferd ist ganz kaputt. Oh nein. Das tut mir aber leid. Es ist runtergefallen. Und irgendjemand hat draufgetreten. Und jetzt habe ich nichts für den Wettbewerb. Nun, du könntest doch was anderes abgeben. Was hältst du von dem Gemsenkopf, den du gemacht hast? Der war doch ganz gut. Den habe ich ohne richtiges Werkzeug geschnitzt. Die denken dann, ich kann nichts Besseres. Aber ist es denn so wichtig, was die denken? Ja. Wieso? Weil sie mich alle hassen. Sie meinen, ich bin sowieso zu nichts Nutze. Und du glaubst, dass sie ihre Meinung über dich ändern, wenn du den Preis gewinnst? Das glaube ich nicht. Wozu soll ich mich da noch anstrengen? Weil du dir die Liebe und die Achtung der anderen erwerben musst. Und das geht nicht, indem du Dinge für dich selbst tust. Du fragst dich jetzt sicher, wie ich dazu komme, von der Liebe und Achtung der anderen zu reden. Ja. Komm mit. Ich hoffe, du kannst dein Geheimnis für dich behalten, denn ich werde dir jetzt etwas erzählen, was ich bisher noch niemandem erzählt habe. Ich habe mal einen Bankraub begangen. Nein, nicht, was du denkst. So war das nicht. Setz dich. Ich arbeitete damals bei dieser Bank. Ich nahm das Geld in kleinen Mengen über einen längeren Zeitraum hinweg, bis sie mich erwischten. Sie steckten mich ins Gefängnis. Ich ließ meine Frau Anna mit unseren zwei kleinen Kindern zurück. Sie.
Sie war eine gute Frau. Und eine fromme Frau. Es brachte sie um. Diese Demütigung. Es war einfach zu viel für sie. Meine beiden Jungen kannten mich nicht, als ich aus dem Gefängnis kam. Sie haben einen anständigen Beruf erlernt und es ging ihnen gut. Wo leben Sie denn jetzt? In Genf. Der eine ist Geschäftsmann, der andere ist Arzt. Sind beide sehr erfolgreich, glaube ich. Sie können doch mal herkommen. Sie wissen nicht, wo ich wohne. Als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, dachte ich, wenn ich zu Ihnen ginge, würde Ihnen das vielleicht schaden in Ihrem Beruf. So zog ich mich zurück. Der Mann unten im Dorf, der meine Schnitzereien verkauft, gibt mir von Zeit zu Zeit Nachricht von Ihnen. Nein, das ist das Geld, das ich durch meine Schnitzereien verdient habe. Fast so viel, wie ich damals unterschlagen habe. Ich habe damals vielen Menschen Schaden zugefügt. Sie waren mir fremd, ich habe sie nicht gekannt. Ich kann Ihnen das Geld nicht mal zurückgeben. Aber mir wäre bedeutend wohler, wenn ich mit dem Geld hier etwas Nützliches anzufangen wüsste. Tja, jetzt kennst du mein Geheimnis. Ich denke, bei dir ist es gut aufgehoben. Gut. Und jetzt wird es Zeit, dass du nach Hause gehst. Und erzähl mir nicht noch mal solchen Unsinn, dass du aufgeben willst. Du kannst vielleicht aus dem Dorf weglaufen, aber du kannst dir nicht selbst weglaufen. Nun geh. Raus mit dir und zeig ihnen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Also ich muss wirklich sagen, dass die Handarbeiten dieses Jahr außergewöhnlich gut gelungen sind. Ich bin sicher, dass die anwesenden Eltern große Freude an den Arbeiten haben werden. Das hat meine Schwester gestrickt. Dani! Wirklich? Ich finde, das ist die beste Arbeit. Sie nicht? So, meinst du? Nun, wo du das so sagst, glaube ich es auch. Du hast den Preis gewonnen, Annette! Du hast den Preis gewonnen! Nun, nachdem mir diese Entscheidung aus der Hand genommen worden ist, kommen wir zu den Beiträgen von den Jungen. Auch hier ist es schwer, eine Entscheidung zu treffen. Aber ich muss gestehen, dass eine Arbeit besonders herausragt. Der diesjährige Preis für die beste Arbeit der Jungen muss einfach an Bernard Pelé gehen. Spielst du da? Hau ab! Ich spiele mit meiner Arche Noah. Aber Annette hat gesagt, ich darf nicht mit dir reden. Ich will dir doch nichts tun. Es tut mir ja auch so leid wegen deinem Bein. Deswegen habe ich auch die Tiere für dich gemacht. Nein, die hast du nicht gemacht. Ich habe sie hinter dem Holzstoß gefunden. Dani, das Essen ist fertig. Ich komme. Komm, Klaus. Musik
Na komm, wir warten schon. Das Essen wird kalt. Annette? Lucien hat gesagt, er hat meine Asche Noah gemacht. Aber das stimmt doch nicht. Du sollst doch nicht mit Lucien sprechen. Der tut dir noch mal was. Oh, Annette, das ist nicht schön von dir. Ich habe nur ein bisschen mit ihm gesprochen, weiter nichts. Aber er hat die Tiere nicht gemacht, nicht? Du hast sie doch hinterm Holzstoß gefunden. Wie sollte er sie gemacht haben? Red nicht solchen Unsinn. Wenn er es doch gesagt hat. Aber ich weiß ja genau, die Heinzelmännchen haben sie gemacht. Nun hör endlich auf. Und iss deine Suppe. Annette. Wo geht Annette denn hin? Ihr schlechtes Gewissen macht ihr wohl zu schaffen. Gewissen? Das ist das kleine Etwas, das uns immer in die Quere kommt. Mhm. Ach so. Dann muss ich also annehmen, dass diese kleinen Tiere tatsächlich von Lucien sind. Annette, ich weiß nicht, was sich zwischen euch beiden abgespielt hat, aber glaubst du wirklich, dass es das wert ist? Siehst du denn nicht, was aus dir wird, mein Kleines? Erst hast du Lucien weggestoßen, dann Gott. Und jetzt fängst du auch schon an, dem kleinen Dani weh zu tun. Denk mal darüber nach, mein Kind. Denk gut darüber nach. Blanchard!
Tilla, Tilla, hilf mir. Bitte, bitte. Laufen? Pass auf, wenn du hier warten könntest, ich würde dann nach Hause laufen und deine Schlitten holen. Keine Angst, ich komme schnell wieder zurück. Wird es dir nicht zu kalt so? Muss das gerade er sein? Warum? Warum, Herr Jesus? Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du Lucien geschickt hast, um mir zu helfen. Entschuldige, dass ich dich aus meinem Herzen verbannt habe, weil ich ihn hassen wollte. Ich wollte ihn bestrafen. Es tut mir leid. Glaub mir. Ich kann es nicht. Verlang das bitte nicht. Bitte. Muss ich es ihm denn sagen? Warte, ich möchte dir was sagen, bevor wir heimfahren. Erinnerst du dich an das Pferd, das zertreten war? Das war ich damals. Ich habe es absichtlich getan, damit du nicht den Preis gewinnst. Es tut mir so leid. Komm jetzt. Ach. Annette, was ist denn mit dir passiert? Dein Vater ist gerade weggegangen, um dich zu suchen. Ja, er hat uns gesehen. Er holt nur noch Verbandszeug. Lucien, komm rein. Wir freuen uns, dass du kommst. Na komm. Setz dich zu, Annette. Ich werde euch eine schöne heiße Suppe bringen. Hm. Annette. Es geht mich ja zwar nichts an, aber willst du dich nicht wieder mit Lucien vertragen? Schon geschehen. Du hast es ihm gesagt? Ja, heute in den Bergen. Ja, ist denn das die Möglichkeit? So, dann wollen wir mal. Setz dich aufs Sofa. Vorsichtig. Lass mich mal sehen. Das haben wir gleich. So schlimm war es ja gar nicht.
Da tut's weh, ja? Ja. Ah, ist auch geschwollen. Ich wollte nur ein bisschen rausgehen und darüber nachdenken, was gestern in der Kirche gesagt wurde. Ihr wisst schon über den Wirt, der Maria und Josef nicht reinlassen wollte. Und die Menschen, die Jesus heute noch nicht reinlassen. Und der... Au! Gleich vorbei. Und da bin ich hingefallen. Ganz in der Nähe von den Blanchards. Und der... Da war niemand zu Hause, aber ich dachte, die wollen mich nicht reinlassen. Ganz absichtlich. Ich dachte dann, dass Gott sich vielleicht so ähnlich fühlt. Es war schrecklich. Und dann kam ausgerechnet Lucien. Und da habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und so sagte ich es ihm dann. Sagt es ihm was? Das ist geheim. Oh. Irgendwann sag ich es dir. Komm rein, komm rein. Nun, was hast du auf dem Herzen? Lucien gemacht. Die sind ja wirklich außergewöhnlich gut gelungen. Sehr hübsche Arbeit. Ich wusste ja gar nicht, dass Lucien... Warum hat er denn nicht an unserem Wettbewerb teilgenommen? Er wollte es. Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Er hatte ein kleines Holzpferd geschnitzt. Aber ich hab's ihm kaputt gemacht, weil ich wegen Dani böse auf ihn war. Jetzt tut's mir leid. Kann er nicht trotzdem einen Preis bekommen? Jetzt, wo Sie alles wissen. Ich habe aber keinen Preis mehr. Es gab nur zwei. Den einen bekam Bernard und den anderen du. Dann sollte er den Preis von Bernard bekommen. Luciens Arbeit ist doch viel besser. Nein, das können wir doch nicht machen. Schließlich hat Bernard seinen Preis rechtmäßig gewonnen. Wir können ihm den Preis nicht wieder wegnehmen. Wenn du wirklich willst, dass Lucien einen Preis bekommt, dann meine ich, solltest du ihm deinen Preis geben. Schließlich warst du ja daran schuld, oder nicht? Hm? Es sieht so aus, als ob wir noch einen verspäteten Beitrag zum Handarbeitswettbewerb bekommen haben. Ich muss zugeben, dass ich darüber genauso überrascht war wie ihr. Normalerweise würde ich einen so späten Beitrag nicht mehr berücksichtigen. Nun habe ich aber während der Ferien diese ausgezeichneten Schnitzereien zu sehen bekommen, dass ich beschlossen habe, darauf einen weiteren Preis zu vergeben. Lucien, würdest du bitte nach vorn kommen und ihn entgegennehmen? Vielen Dank. Gut gemacht. Du hast ihn verdient. Vielen Dank. Annette, das ist genau wie dein Buch. Wirklich? Zeig doch mal. Lass doch mal sehen. Ich finde, du solltest es behalten. Es ist doch dein Buch. Und jetzt ist es deins. Der Lehrer meint das auch. Du musst es behalten. Weißt du was? Ich kriege es diesen Monat und du im nächsten. Und wir tauschen jeden Monat. Also gut. Dani, was machst du denn hier? Oma hat es erlaubt. Das Abendbrot ist fertig, aber ich habe schon gegessen. Du darfst doch nicht so weit weglaufen. Ich dachte, du kommst früher. Na komm. Ach, mein Bein tut so weh. Soll ich ihn tragen? Möchtest du das?
Und was denkst du? An Dani. Wird es nicht Zeit, dass du das langsam vergisst? Es ging schon ganz gut. Und jetzt? Was? Können wir denn gar nichts für ihn tun, Mama? Nein, das können wir leider nicht, Lucia. Oh, ich dachte schon, ich schaff's nicht mehr bis hierher. Komm, du musst ja ganz durchgefroren sein. Was ist das? Geld natürlich. Wo hast du das her? Als Trinkgeld bekommen. Wirklich? Von Monsieur Givet. Er ist Arzt unten am See. Ziemlich berühmt, glaube ich. Das finde ich aber nett von ihm. Die Chefin hat mir erzählt, er hat eine Klinik. Die Leute kommen aus der ganzen Welt. Er ist so eine Art Knochenspezialist. Also wirklich, ich fand ihn ganz nett. Kann er gebrochene Beine wieder ganz machen? Oh, ich denke schon, ja. Oh, Lucien, du denkst doch nicht dabei an Dani. Könnte er ihn heilen? Na, ich denke schon. Aber weißt du, was sowas kostet? Nein. Ich auch nicht. Aber sicher mehr, als die Bonniers aufbringen könnten. Jetzt denkt man nicht mehr an Dani, Lucien. Das ist vorbei. Aber er kann sich doch Dani mal ansehen. Wozu sollte das gut sein? Er könnte doch feststellen, ob man irgendwas machen kann. Er fährt morgen früh weg, Lucien. Wir könnten gleich los. Wie denn? Mit dem Zug. Zu spät. Aber wenn wir uns beeilen. Lucien, das ist doch Unsinn. Wer ist da? Aber mein Junge, was treibt dich denn bei dem Wetter hierher? Hast du irgendwas? Sie haben doch mal gesagt, Sie würden Ihr Geld sparen, um was Nützliches damit zu tun. Weiß ich jemanden, der das wirklich gebrauchen kann. Wenn Sie mir das Geld geben würden, könnte dem kleinen Dani Bonnier geholfen werden, glaube ich. Ich verstehe nicht, wie meinst du das? Da ist ein Arzt in dem Hotel, wo meine Schwester arbeitet. Der kann gebrochene Knochen wieder heil machen. Meine Schwester sagt, dass er bestimmt viel Geld dafür verlangt. Ich gehe jetzt über den Pass und will ihn fragen, ob er herkommt und sich Dani ansehen kann. Du willst jetzt über den Pass? Bei diesem Wetter? Aber mein Junge, bist du denn verrückt? Du kannst doch bei diesem Wetter nicht über den Pass gehen. Doch, das geht schon, mit meinen Skiern. Wenn ich mich beeile, dann ist der Neuschnee noch nicht so tief. Aber es hat keinen Sinn, wenn ich das Geld nicht habe. Ich würde dir das Geld geben, wenn ich wüsste, wer dieser Mann ist. Aber was wissen wir über ihn? Was ist, wenn er uns betrügt? Meine Schwester sagt, das ist ein ganz berühmter Mann. Monsieur Givet, glaube ich, heißt er. Monsieur Givet? Weißt du noch mehr über ihn? Er hat eine Klinik, unten am See. Marie sagt, die Leute kommen aus der ganzen Welt. Ja. Hier,
Nimm alles und gib es Dr. Givet. Sag ihm, es sei die Bezahlung einer Schuld. Vielen, vielen Dank. Und vergiss die Botschaft nicht, hörst du? Nein, ich sage, das ist die Bezahlung einer Schuld. Aber sag ihm nichts von mir. Nein. Auch nicht meinen Namen. Ich kenne Ihren Namen noch nicht mal. Auch nicht, wo ich wohne. Nein, ich sage ihm nur, das ist die Bezahlung einer Schuld. Wiedersehen. Wiedersehen. Und sei vorsichtig. Lieber Gott, hilf mir. Ohne Laterne finde ich da nie hin. Hörst du mich, Gott? Bist du da? Liegt dir was an mir?
Ja? Entschuldigen Sie, Dr. Givet, aber erwarten Sie vielleicht Besuch, Monsieur? Was? Besuch? Um diese Zeit? Ja, das ist so, Monsieur. So ungefähr vor einer Viertelstunde höre ich ein Klopfen an der Tür. Und wie ich öffne, steht tatsächlich jemand vor der Tür. Dieser Bub. Auf Skiern ungefähr 12 Jahre alt. Weiß wie ein Leintuch, sah aus wie ein Gespenst. Ich möchte zu Monsieur Givet, sagt er. Ohne auch nur guten Morgen zu sagen. Dann wird er weich in den Knien und lehnt seinen Kopf an den Türpfosten. Nein, sag ich, du kannst doch um diese Zeit nicht zu fremden Leuten gehen. Der Doktor liegt noch im Bett. Na gut, dann warte ich eben. Und er sagt völlig in sich zusammen. Naja, ich konnte das nicht mit ansehen. Also binde ich ihm die Ski ab, ziehe ihn rein ins Haus und schleppe ihn auf einen Stuhl. Woher kommst du eigentlich, frag ich. Von Prédoré, sagt er. Ja, und wie? Der Frühzug ist doch noch nicht gekommen. Über den Pass, sagt er. Ja, Monsieur, über den Pass. Und je mehr ich ihn mir ansehe, umso mehr glaube ich ihm das, Monsieur. Und als ich bei Ihnen Licht sah, dachte ich, ich könnte Sie ja mal fragen. Also gut, ich komme gleich mit Ihnen. Aber das mit dem Pass nehme ich Ihnen nicht ab, mein Lieber. Es muss letzte Nacht dort oben schrecklich gewesen sein. Ja, Sie werden ja sehen, Herr Doktor. Ich bringe ihn auf mein Zimmer. Helfen Sie mir. Ja. Ach, bringen Sie mir lieber eine Wärmflasche und einen Brandy. Ja. Ach ja, und einen heißen Kaffee. Ja, Monsieur. So schnell wie möglich. Sofort, Monsieur. Monsieur, die Wärmflasche. Vielen Dank. Und den Brandy, Monsieur. Dankeschön. Ach, der arme Junge. Ah, ja. Danke. Ich hole den Kaffee, Monsieur. Mhm. So ist's gut. Sind Sie? Ich bin Dr. Givet. Du wolltest zu mir, habe ich gehört. Sie sind ein großer und berühmter Arzt. Nein, ich bin einfach nur ein Arzt. Gelähmte Kinder, können Sie die wieder gesund machen? Es kommt drauf an, wodurch sie gelähmt sind. Manchmal kann ich das schon. Er ist den Felsen runtergestürzt. Und jetzt geht er an Krücken. Wer? Danny Bonnier. Er wohnt auf dem Hof neben uns. Ich wollte Sie fragen, ob Sie ihm helfen können. Der Kaffee, Monsieur. Vielen Dank. Na komm, setz dich mal auf. So geht's schon. Wie hast du denn von mir gehört? Meine Schwester ist Zimmermädchen hier. Sie hat mir von Ihnen erzählt. Aber wie bist du denn in dem Schneesturm hergekommen? Ich bin mit meinen Skiern über den Pass. Nein, das ist doch unmöglich. In einer solchen Nacht. Aber es stimmt. Bitte, Monsieur, wäre das genug, um Dani zu helfen?
Entschuldigen Sie, Monsieur. Wie heißt du? Lucien Morel. Lucien, bevor wir weiterreden, muss ich erst wissen, woher dieses Geld kommt. Weißt du, wie viel das ist? Nein. Aber meine Schwester sagt, sie würden viel Geld verlangen. Ist es nicht genug? Es kommt darauf an, ob du meine Klinik gleich mitkaufen willst. Lucien, woher hast du es? Von einem alten Mann, den ich kenne. Es ist eine Botschaft dabei. Er sagte, es ist die Bezahlung einer Schuld und sie sollen alles nehmen. Wo ist dieser alte Mann? Wie heißt er? Ich weiß nicht. Wo wohnt er? Bitte, ich muss ihm versprechen, nichts zu sagen. Er ist ein Einsiedler. Nur ich gehe öfter zu ihm. Also gut. Ich will dich jetzt nicht weiter ausfragen. Aber erzähl mir etwas über Dannys Unfall. Wie ist das passiert? Und wann? Es war eigentlich meine Schuld. Weil ich ihn geärgert habe. Und dann, ich habe so getan, als ob ich seine Katze in die Schlucht werfen würde. Da passierte es, aus Versehen. Dani wollte hinterher, fiel runter und brach sich ein Bein. Und seitdem kann er nicht mehr richtig laufen. Und nun dachte ich, dass... In Ordnung. Wir werden uns Dani ansehen. Vielleicht ist es Gottes Wille, dass er durch dich geheilt wird. Weißt du, du hast Gott für eine Menge Dinge zu danken. Glaub mir, er hat dich in der letzten Nacht in ganz besonderer Weise beschützt. Sonst wärst du nie allein über diesen Pass gekommen. So. Und jetzt brauchst du noch ein bisschen Schlaf, bevor ich dich nach Hause bringe. Monsieur Givet. Monsieur, der Portier hat mir gesagt, dass mein kleiner Bruder bei Ihnen ist. Wie geht es ihm? Nun, er ist erschöpft, aber sonst ist alles in Ordnung. Wir haben nämlich die ganze Nacht nach ihm gesucht. Machen Sie sich keine Sorgen. Es dauert nicht lange, dann ist er wieder auf dem Posten. Vielleicht könnten Sie Dannys Eltern Bescheid sagen, dass ich vorbeikomme, um mir Dani anzusehen. Ja, natürlich, Monsieur. Vielen Dank. Sie tun mir damit einen Gefallen. Bereiten Sie doch bitte alles vor. Ja, ich werde einen Schlitten anspannen lassen. Noch ein Rätsel, das geschafft hat. Wie wär's mit einem Bonbon? Na, hol ihn dir. Tut dir das Bein weh? Nein. Nein, Monsieur. Nein, Monsieur. Nur manchmal, wenn ich ohne meine Krücken laufe. Soll ich Ihnen mal meine Krücken zeigen? Gut, die würde ich ganz gern mal sehen. Oh!
Wunderbar. Wie ein Känguru. So, und nun gibst du mir mal deine Krücken und zeigst mir, wie du ohne sie läufst, hm? Mach uns einen Kaffee, ja, Annette? Ja, Oma. So, setz dich mal hier hin. Ja. 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 Nun? Würdest du denn auch gern so rumlaufen wie die anderen kleinen Jungen? Hm? Mhm. Dani, wo ist deine kleine Katze hingelaufen? In den Schuppen. Möchten Sie sie sehen? Ja, sicher. So. Ich glaube, dass ich Ihnen helfen kann. Aber zuerst muss ich natürlich die Röntgenaufnahme sehen. Mir scheint, der Knochen ist nicht korrekt gerichtet worden und deshalb verkehrt zusammengewachsen. Ich könnte ihn noch einmal brechen und dann in die richtige Lage bringen. Aber das bedeutet Operation und einen längeren Krankenhausaufenthalt. Ich müsste also den Kleinen mitnehmen. Ja, aber was würde das kosten? Es würde Sie überhaupt nichts kosten. Lucien hat schon alles bezahlt. Aber das kann ich Ihnen jetzt nicht näher erklären. Wir müssen uns entscheiden, bevor Dani zurückkommt. Wollen Sie ihn mir anvertrauen? Ja. Und wann? Schon morgen. Ich werde mit dem Frühzug fahren und Dani gleich mitnehmen. Mit dem Zug? Wo fahre ich hin? Wohin, Annette? Dani, du kommst mit runter an den See und ich versuche, dein Bein wieder heil zu machen. Und Annette? Und Klaus? Und Papa und Oma? Dani, wir können doch nicht alle mitkommen. Sagen Sie, kann Annette mit kleinen Kindern umgehen? Sie hat ihn großgezogen. Also, Annette darf auch mit. So. Euch sehe ich dann also morgen früh um 8.30 Uhr am Bahnhof und mit genügend Sachen für 2 bis 3 Monate. In Ordnung? Ja. Gut. Und jetzt werde ich Lucien nach Hause bringen. Tja, und dann habe ich noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Dieser alte Mann. Halt, halt! Kennst du ihn? Das Geld. Entschuldigen Sie, Monsieur. Entschuldigen Sie, Monsieur. Monsieur. Einen Augenblick, bitte. Es klingt vielleicht komisch, aber dieser Strumpf. Wissen Sie, wem dieser Strumpf gehört? Nein. Und was ist mit dem kleinen Jungen da unten? Nein. Aber ich bitte Sie. Nein, damit habe ich gar nichts zu tun. Nein, bitte. Also bitte lassen Sie mich doch in Ruhe. Nein. Aber ich bitte Sie, sagen Sie mir doch. Das kann doch nicht. Komm mit mir. Wo hast du nur die ganze Zeit gesteckt? Was hast du so lange gemacht?
Warum hast du dich nicht mal gemeldet? Ja, ich hab da oben... Aber du hättest dir doch vorstellen können, dass wir uns Gedanken machen. Weißt du, das hätte euch nur geschadet. Ach, so ein Unsinn. Also sowas. Ich freue mich, um dich wiederzusehen, mein Junge. Lucia, ich möchte dir meinen Vater vorstellen. Er kommt natürlich mit mir mit. Also, na komm, rauf auf den Schlitten. Ach, das ist ein Tag. Auf geht's. Ah, ja. Lucia, wo gehst du denn hin? Runter zum Bahnhof. Dani und Annette kommen heute zurück. Oh, dann grüß sie von mir. Mach ich. Guten Morgen. Guten Morgen. Glaubst du, dass sie sich verändert haben? Aber Mutter, doch nicht in 3 Monaten. Oh, mein Lieber, als du so alt warst. Ja, ich weiß. Und außerdem kann ich dich beruhigen. Sie sind auch nicht entführt worden. Das Haus war so ruhig ohne sie. Ja, zu ruhig. Gespannt. Es war deine Schuld. Es war allein deine Schuld. Sieh, Mutter, da winken sie. Oh ja. Es war deine Schuld. Es war alles deine Schuld. Hallo. Na, ihr beiden. Hallo, Papa. Komm, steig auf. Vielleicht ist es Gottes Wille, dass er durch dich geheilt wird. Ach, ist ja schön, dass du aufgekommen bist. So, vorwärts jetzt.